Aber ich war's wirklich nicht, Frau Salisch. Sie müssen mir glauben. Ich will doch nur diesen Part hier beginnen. Und die Leute, herzlich willkommen zu Kingdom Hearts im Final Mix begrüßen. Willkommen heißen. So wollte ich sagen. Ja, wir befinden uns hier im Wunderland und sollen Beweise für die gute Alice suchen. Für deren Unschuld, besser gesagt. Denn die Herzkönigin ist echt scheiße drauf und will unbedingt Beweise für Alice Unschuld, weil sie hat nämlich gesagt, dass Alice schuldig ist und ja, lässt sich nicht so einfach davon überzeugen, dass das nicht der Fall ist. So, und wie im letzten Part auch schon, sind wir hier im Lotushain und hopsen hier so ein bisschen in unserer kleinen Gestalt hier die Bäume hoch, in der Hoffnung hier vielleicht den ein oder anderen Beweis zu finden. Ich da mit einem beherzten Sprung rüber. Vielleicht, wenn ich mit einem Schlag meinen Sprung verlängere. Ja, sehr schön. Dann öffnen wir doch mal diese Truhe hier. Und wir erhalten die Welpen 16, 17 und 18. Und damit haben wir unsere ersten Dalmatiner-Welpen gerettet. Und wenn ich mich nicht irre, bedeutet das auch, dass wir ab jetzt, ja, die 101 Dalmatiner hier im Tagebuch haben. Und können hier genau sehen, welche wir gerettet haben. 3 Stück an der Zahl. Und das ist doch, würde ich sagen, soweit schon mal eine feine Sache. Und hier haben wir eine Nuss, die zu groß zum Essen ist. Aber was haben wir denn da hinten, Ominöses? Oho, oho, oho. Das wird doch wohl kein Beweis sein. Und da hinten ist eine Blume, an die wir einmal nicht rankommen. Aber da gibt es doch sicherlich noch einen Weg hin. Bin ich mir ganz sicher, und da scheint noch irgendwas Rosanes mit dabei zu sein. Ob das wohl ein Beweis ist, ich weiß ja nicht. Aber das hier ist definitiv einer. Den wollen wir auch so gleich öffnen. Der Stachel. So, wir haben jetzt eine Fußspur, einen Geruch und einen Stachel. Das ist jetzt nicht nur eine Mischung für ein sehr interessantes Kochrezept. Nein, das ist auch genau das, was wir brauchen, um Alice Unschuld zu beweisen. Denn 3 der Beweise haben wir jetzt schon. Ich würde sagen, wir wollen uns natürlich auch auf die Suche nach dem 4. begeben. Vielleicht hilft es uns ja, nachdem uns dieses Astloch hier ja schon ins Wunderland geführt hat. Vielleicht würde es uns ja helfen, wenn wir an irgendwelche dieser Öffnungen hier rankämen. Denn hier überall sind ja diese Löcher im Baumwerk, die ja wohl irgendwo hinzuführen scheinen. Und wer weiß, diese Blume hier wollte uns wahre Größe schenken zum Preis einer Potion. Was eine sehr, sehr feine Sache wäre. Alle Blumen hier sind übrigens wieder zu, weil wir die Map verlassen haben. Und die hier, komische Gestalten trifft man hier neuerdings. Tatsächlich können wir nicht allen Blumen nochmal Zeug geben. Schönen Dank auch, zum Beispiel auch dieser hier. Die da hinten will eh noch einen Äther, den wir ihr nicht geben können, weil wir keinen mehr haben. Aber ich denke, wir sollten einfach mal dieser Blume hier eine Potion geben. Und dann gucken wir doch mal, ob sie uns zu wahrer Größe verhelfen kann. Uns nicht, aber zumindest Sora. Und nachdem wir jetzt hier etwas größer sind, huch, bin ich einfach mal versehentlich schon auf diesen Baumstamm hier drauf gelatscht, der hier komischerweise diese Lotusblüten nach oben verfrachtet hat. Was es damit wohl auf sich hat, aber das ist noch nicht alles, was wir hier tun können. Wir haben hier auch einen Baumstamm. Wundersame Stimme. Los, dreh mich, wird's bald. Und da oben haben wir... Willst du mich essen? Hm? Ich bin ja so lecker. Die Nuss scheint mit uns zu reden und will genommen werden. Aber erstmal wollen wir... Sora? Nein, nicht die Nuss. Den Baumstamm bitte einmal hauen. Mir wird schlecht. Oh nee. Ja, wir können tatsächlich diesen Baumstamm hier rumverschieben. Und die wird ganz furchtbar übel dabei. Ich würde sagen, als allererstes wollen wir jetzt aber hier diese Nuss nehmen. Und sie runterwerfen. Und erst danach den Baumstamm schlagen, denn andernfalls kommen wir nicht mehr an die Nuss. Und diese Nuss sieht so deliziös und delikat aus. Ich möchte sie doch gleich mal verschnabulieren. Und siehe da, Sora wird wieder gar kleinlich. Und damit wieder klein genug, um mit
mit Donald und Goofy mithalten zu können. So, und jetzt wollen wir uns natürlich ansehen, was wir hier fabriziert haben. Denn wir haben ja hier jetzt dieses Gebüsch weggedreht. Beziehungsweise diesen Ast. Wir wollen doch mal gucken, ob uns das hier vielleicht so ein bisschen was hilft. Und siehe da, das Wunderland macht's möglich. Es ist auch schon eine niegelnagelneue Nuss gewachsen. Und wir haben hier neue Durchgänge, die sich uns öffnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können da hinten lang, wir können auch da lang. Da ganz rüber, glaube ich, kommen wir noch nicht. Da müssten wir... Wobei, doch, das sollte hinhauen. Wenn wir einfach wieder mit einem beherzten Schwertschlag den Sprung verlängern, sollten wir auch an diese Truhe rankommen. Und in der befindet sich... ein Analysegummi. Gummijet-Zeug, sehr interessant. Tatsächlich können wir auch hin und wieder in den regulären Welten Gummijet-Teile finden. Nicht nur in den Gummijet-Passagen. Was, ja, meistens einfach, Sachen sind meistens einfach in den Truhen drin. Ich glaube, Gegner können keine Gummijet-Teile droppen, aber ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig drauf festhalten. Nichtsdestotrotz, hoppala, wollte ich jetzt eigentlich noch ganz woanders hin. Ich wollte ja da hinten nochmal hoch. Hat mich jetzt etwas verwirrt, dass wir tatsächlich an dieses Gummijet-Teil schon rangekommen sind. Ich dachte, tatsächlich für diesen Sprung brauchen wir erst noch eine etwas bessere Sprungfähigkeit, die wir ja vielleicht noch bekommen werden. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder durch ein Astloch gehen und ins Wunderzimmer gelangen. Schon wieder tatsächlich. Oho, oho. Und wir befinden uns auf diesem Bücherregal hier. Und von hier aus können wir von hier aus überhaupt schon irgendwas machen? Dem Anschein nach würde ich eher sagen, im Moment können wir hier noch nichts machen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch. Wir merken uns jetzt einfach mal ganz gut, dass es hier ein Astloch gibt, das ins Wunderzimmer führt. Echt, das ist ja nicht mal das Einzige. Wer weiß, wer weiß. Wir könnten ja schließlich auch mal, ups, da nochmal runterhüpfen. Und ich dachte tatsächlich, der Sprung würde vielleicht klappen, wenn ich mit dem Schwert hier noch ein bisschen strecke. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall einen kleinen Weg geebnet. Dadurch, dass wir als großer Sora hier diesen Baumstamm in den Boden gedrückt haben. Denn wenn man was in den Boden drückt, muss natürlich auch irgendwas aus dem Boden rauskommen. Das ist ganz klar. Das ist die ganz übliche Wunderland-Logik, wie sich das gehört. Und auch dieses Astloch hier führt ins Wunderzimmer. Und siehe da, wir sind auf dem Wasserhahn gelandet und oh, da sehe ich doch einen Beweis. Und zwar einen Beweis für schlechte Manieren. Die Kralle. Schaut, schaut, ihr habt es gefunden. Sehr gut. Jetzt können wir Alice retten. Seid euch nicht so sicher. Mag ja unschuldig sein, aber was ist mit... Sie mag ja unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben. Wir haben die Kraft der Kälte erhalten, die Magie Eis erlernt. Da hat uns die Grinsekatze einfach mal den Eiszauber beigebracht. Schöne Sache, würde ich sagen. Da wollen wir doch so gleich mal hier runterhüpfen. Tauchen gerade Pyrozipfel auf? Nee. Dann wollen wir, einmal können wir ihn doch gleich mal einsetzen. Das ist quasi so ein bisschen ein fächerartiger Angriff, der vor uns geht und Gegner einfrieren kann. Schöne Sache. Geht auch automatisch hier in unsere Schnelltaste, die wir mit L1 abrufen können. Und jetzt, da wir ganze 4 Beweise gefunden haben, vielleicht sollten wir der Herzkönigin davon berichten. Aber erstmal noch schnell MP auffüllen. So. Meine liebe Herzkönigin, lass mich deinen Kartensoldaten davon berichten, dass wir neue Beweise erbringen können. Jawohl, ja. Nun denn, der Verteidiger möge vortreten. Objection! Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. 4 Stück. Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht. Karten, bringt meine Beweise vor.
Und auch die Herzkönigin hat einen Beweis. Und jetzt wird einfach durchgemischt. Alle 5 Beweisstücke zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann, wähle eins aus, das du präsentieren willst. Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen. Was, nach all unseren Bemühungen? Du widersprichst, dann verlierst auch du deinen Kopf. Wähle nun eine Schachtel. Ja, das Justizsystem des Wunderlands. Im Endeffekt nichts anderes als ein Hütchenspiel. Und wie gesagt, wir hätten auch schon mit einem Beweis hier jetzt an diesem Punkt angelangen können. Wie man jetzt sieht, ist hier tatsächlich verschlossen. Und nicht nur da, auch da ist verschlossen. Denn wir müssen jetzt einen Beweis vorlegen. Donald und Goofy sitzen natürlich hier auf der Zuschauerbank gespannt, was denn so passieren wird. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich reiner Zufall, wo der Beweis der Herzkönigin ist. Wir wollen den Beweis der Herzkönigin nicht vorzeigen, wie man sich vielleicht denken kann. Aber dadurch, dass wir 4 Beweise gefunden haben, haben wir natürlich unsere Chance erhöht, einen unserer Beweise zu erwischen, was wir ja auch wollen. Und ich würde sagen, wir wählen einfach mal diese Schachtel hier. Bist du sicher? Es gibt keine zweite Chance. Ich bin mir sicher. Nun werden wir sehen, wer der wahre Schuldige ist. Und es war einer unserer Beweise und es war tatsächlich ein Klappersoldat. Was um Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis. Alice ist unschuldig. Ruhe, ich bin hier das Gesetz. Objection, sage ich. Laut Artikel 29 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig. Schuldig, sage ich. Das ist verrückt. Ergreift sie! Ja, das Justizsystem des Wunderlands. Ist es nicht schön? Und die Herzkönigin wirft mit Karten nach uns. Beschützt den Turm, Karten! So, jetzt haben wir hier quasi so eine kleine, möchte nicht sagen Miniboss. Es ist aber auch nicht wirklich ein Minigame, es ist so ein kleines Kampf-Event. Wir haben hier einmal Karten, die wir besiegen können. Wir haben diesen Turm, den wir angreifen können. Und wir haben außerdem die Herzkönigin, die wir angreifen können. Und wenn wir das tun, wird sie bewusstlos und alle Karten geraten in Panik, sodass wir sie angreifen können. Und sind alle Karten besiegt, heißt das für uns, wir können, stehen leider nach einer Zeit auch wieder auf. Auch die Herzkönigin kehrt nach kurzer Zeit wieder zurück, aber wir können sie wieder anhauen und dann hier diesen Turm angreifen. Was, wie man sieht, hat der leider keine HP. In dem Sinne, sondern wir hauen einfach hier einzelne Teile kaputt, bis sie kaputt gehen. Und ich glaube, die Herzkönigin ist gerade wieder aufgestanden. Wir können aber auch einfach immer mal wieder die Karten attackieren. Wir können ja mal unseren Eiszauber benutzen, der hier alle Karten vor uns so ein bisschen trifft und uns so ein bisschen Zeit verschafft, hier diesen Turm zu behaken. Denn unser Ziel dieses kleinen Kampfes hier ist tatsächlich, den Turm kaputt zu machen. Wie man im Hintergrund sieht, hat das zur Folge, dass Alice Käfig sinkt und da war er tatsächlich auch schon kaputt. Und simsalabim, Alice ist weg. Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel! Findet den wahren Schuldigen, egal wie! Und siehe da, Alice ist weg. Alles ist in Panik. Und ich... Ich werde jetzt nicht direkt sagen, wir sind überlevelt. Dieser Turmkampf kann besonders im Hard-Mode des Spiels ziemlich anstrengend sein. Aber ja, ich hatte tatsächlich auch gemeint, der Turm hält ein bisschen mehr aus, aber wir haben ihn ja auch schon so ein bisschen von allen Seiten behakt. Das sollte erklären, warum das jetzt so überraschend schnell vorbei war. Schauen wir doch mal, was die Karten jetzt noch zu sagen haben. Ich habe nur einen Moment weggesehen. Ja, ja, das sagen sie immer. Ohne Angeklagte gibt es keinen Prozess. Findet Alice, bringt sie hierher. Erst die Beweise finden, dann Alice finden. Sag mal, könnt ihr auch irgendwas selbst? Die Königin hat gesprochen, findet Alice unverzüglich. Ja, was spricht sie denn, die Königin?
Beeilt euch! Während ich hier mit meinem dicken Hintern auf meinem dicken Thron sitze. Ja, gut. Unsere neue Aufgabe. Wir sollen Alice finden, nachdem die Herzkönigin uns attackieren wollte. Hier oben übrigens an diese Truhen kommen wir momentan noch nicht dran. Vielleicht können wir etwas an diesem Umstand ändern. Wäre schon irgendwie schön. Was sagst du denn dazu? Oh, das hat richtig wehgetan. Das ist wohl wahr. Was sagt denn die gute alte Peak 2 dazu? Wohin ist das Mädchen verschwunden? Das, wenn wir wüssten, vielleicht in den Lotushain. Schauen wir doch mal nach. Hast du Alice gesehen? Alice? Nein, Schatten, ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang, da entlang, ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten, alles durcheinander dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr ja Schatten im Kopfüberzimmer. Oh. Da wollte ich gerade sagen, die Grinsekatze scheint uns wieder auf ihre ganz eigene Art einen Tipp zu geben. Da werden wir schon von einem neuen Herzlosen angegriffen, nämlich von der Adowampe. Und die Adowampe ist tatsächlich einer der Herzlosen, die ganz schön Schaden austeilen können. Wir wollen sie nicht von vorne attackieren, denn da können wir keinerlei Schaden machen. Hinten dagegen können wir umso mehr davon anrichten und bekommen eine High Potion dafür gedroppt. Sehr schöne Sache. So, oh, und ein paar Schattenlorche kommen noch hinterher. Und tatsächlich kann Donald Eismagie wirken. Jetzt habe ich es gerade ganz offiziell so richtig zur Kenntnis genommen. Er hat es wahrscheinlich schon 100-mal gemacht, aber jetzt habe ich es erst so richtig bemerkt. Das erklärt, wie gesagt, im letzten... Doch, im letzten. Im letzten Part auch, wieso die 2 Tech-XP für die Pyrozipfler. So, und wir haben jetzt hier einen Stein, auf dem die Grinsekatze ja hier erschienen ist. Und ich denke, wir sollten nochmal eine Potion an diese Blume vergeben, um diesen Stein vielleicht ja aus dem Weg räumen zu können. Und ihn einfach mal ins Wasser zu werfen. Das führt nämlich dazu, dass hier diese Lotuspflanzen auftauchen. Wie gesagt, die ganz übliche Wunderland-Logik. Dann drehen wir einfach nochmal an diesen Baum, nehmen uns eine Nuss. Und weil wir es können, drehen wir den Baum einfach nochmal und essen diese Nuss. So, ja, wer hier im Wunderland alles sammeln will, braucht definitiv... Oh, Eismagie! Mehr Eismagie! Viel, viel Eismagie! Denn diese 2 Tech-XP und ein Pyrosplitter sind definitiv nicht zu unterschätzen. Nicht, dass die Eismagie jetzt irgendwas mit dem Pyrosplitter zu tun gehabt hätte, aber die Tech-XP für jeden Treffer sind schon eine sehr nice Sache. Diese natürlich im Endeffekt dafür gibt, dass wir den Schwachpunkt der Pyrozipfler benutzen, nämlich Eismagie, wer hätte es gedacht. So, aber wir wollen jetzt erstmal hier das Wasser, das plötzlich natürlich wieder solide ist, die ganz übliche Wunderland-Logik. Wir wollen hier durchgehen. Wollen, oh, mehr Eismagie wirken. Oh, und mehr AP bekommen. Das finde ich schön. Ich mag AP. Und ich mag blaue Trio-Techs wie diese hier. Die wir einfach mal aktivieren. Um etwas zu erhalten. Und zwar ein Camper-Set. Schön, schön. Was sagst du denn dazu? Gib mir High Potion. Mensch, diese Blumen sind aber auch was gierig. Also einmal High Potion für die gute Blume hier, die uns dafür natürlich dankt und uns eine Mega Potion gibt. Den besten nur HP-Trank. Der uns tatsächlich... Wie viel heilt der nochmal? 30 LP allerdings für die ganze Gruppe, was eine sehr, sehr nice Sache ist. Und hier haben wir noch so kleine Glockenblumen, die, wenn wir sie hauen, uns mit einem kleinen Lückenrätsel quasi beglücken. Nämlich Pots. Was die wollen, ich habe leider keine Ahnung. Und das Gefühl, dass wir auch gar nicht wissen wollen, was die von uns wollen. Einige unserer Freunde haben besondere Kräfte.
Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, tatsächlich. Ja, mit diesen Glockenblumen hier können wir leider im Moment noch nichts machen. Da fehlt uns noch was. Irgendwas, was mit Pots zu tun hat. Aber was könnte das nur sein? Vielleicht erfahren wir es, wenn wir hier ins Herztribunal gehen. Aber vielleicht erhalten wir auch einfach nur Zugang zu dieser Truhe hier, die wir natürlich sogleich öffnen wollen und die Welpen 13, 14 und 15 damit finden, die sofort nach Hause rennen, wie immer die das auch machen. So, und so kommen wir im Endeffekt auch so ein bisschen an die Truhen hier überall, indem wir hier einfach durch diese Durchgänge jetzt durchmarschieren, denn es hat sich ein bisschen was geändert. Tatsächlich, Wunderland-Logik macht's möglich. Führen jetzt teilweise Durchgänge, die vorher noch ins Wunderzimmer geführt hat. Einfach mal, weil sie es können, ins Herztribunal und verhelfen uns so zur ein oder anderen Kiste. Ich wollte gerade auch mal gucken. Wir haben... Oh! Donald hat Berserker gelernt. Steigert in aussichtslosen Situationen. VA. Die physische Angriffskraft sprunghaft. Vor allem... Vor Angst? Ich weiß gerade nicht, was das VA mir sagen möchte. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kriegt Donald mehr physische Angriffskraft, wenn er wenig HP hat. Das will uns das hier eigentlich sagen. Und Goofy hat Jackpot gelernt. Gegner hinterlassen mehr Taler, LP und MP-Kugeln. Und wenn das alle Mitglieder der Gruppe aktivieren, wird die Effektivität gesteigert. Und das wollen wir auch haben, denn mehr Taler sind mehr Taler sind mehr Taler. Sora hat tatsächlich noch nichts. Übrigens, ich glaube, ich bin noch nicht drauf eingegangen. Wir haben uns ja am Anfang des Spiels im ersten Part, der ein oder andere erinnert sich noch, an zwischen der Kraft des Kriegers, des Magiers oder des Wächters, ich glaube, es war der Wächter, entschieden. Und tatsächlich hat das nicht nur Auswirkungen darauf, wie sich hier unsere Stats während unserer Level-Ups verändern, sondern das hat auch Auswirkungen darauf, wann wir welche Abilities lernen. Durch die Kraft des Kriegers, die wir ja gewählt haben, lernen wir mehr offensive Abilities früher, da wir auf die Macht des... Jetzt muss ich direkt überlegen, auf was wir verzichtet haben. Ich glaube, wir haben auf die Macht des Magiers verzichtet, wenn ich mich nicht irre. Bekommen wir dann quasi unsere magischen Abilities, die mit unseren Zaubern zu tun haben, etwas später im Spiel. Und die Wächter-Abilities halt immer so zwischenrein. Wir bekommen am Ende auf Maximallevel, glaube ich, habe mal irrtümlicherweise gesagt, dass das Maximallevel 100 ist. Stimmt nicht ganz, das Maximallevel ist 99. Soll uns jetzt aber auch nicht aufhalten. Auf jeden Fall am Ende auf Level 99 haben wir alle Abilities, egal für was wir uns am Ende entscheiden, haben wir genau dieselben Abilities. Aber unsere Entscheidung beeinflusst halt so ein bisschen, wann wir was bekommen. Bei Donald und Goofy ist das Ganze tatsächlich unabhängig davon. Die haben ihre festen Abilities, die sie zu festen Zeitpunkten lernen. So, nur um das auch mal erklärt zu haben. Und ich würde tatsächlich sagen, bevor wir uns jetzt weiter auf die Suche nach Alice machen und hier... weiter durch den Lotushain heizen. War es das auch schon wieder für diesen Part hier? Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.